Hallo ihr Lieben, wir waren am 8. und 9. August bei den Hundefreunde Dorsten auf einem Rallye-Obedienz-Turnier. Das war jetzt unser erstes wieder nach Corona. Wir konnten es kaum erwarten. Und Samstag ging es los, morgens mit den Senioren. Da ist die Dara gestartet. Und Sonntag war dann Lilly in der Klasse 2 dran. Das war ihr erster Start in der Klasse 2 und auch ihr letzter. Warum? Das seht ihr nachher. Jetzt zeige ich euch gleich erstmal die Läufe und kommentiere so ein bisschen, was schiefgelaufen ist und was wir demnächst besser machen sollten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, dann geht's auch schon los mit Dara. Da gehen wir schon zum Parcours. Sie war sehr aufgedreht und sehr beeindruckt von dem Ganzen. Ich habe sie am Anfang versucht, nochmal mit Leckerchen aufmerksam zu machen auf mich und bin dann losgegangen. Das erste Schild war dann Anhalten Platz. Das hat hier sehr gut funktioniert. Sie war sehr schön aufmerksam. Auch die 270 Grad rechts jetzt funktionieren sehr gut. Da war sie sehr schön bei mir. Jetzt kommt das Vorsitz mit dem Schritt zur Seite nach links. Das üben wir auch viel zu Hause, aber es war auch hier leider wieder schief. Das ist einfach nicht so ihre Übung. Dann kommt das Vorstehen. Hier haben wir jetzt einen Abruf, weil sie stehen bleibt. Das war einfach mein Fehler. Ich hätte sie nochmal vorher ansprechen müssen, aufmerksam machen müssen und nicht einfach rückwärts gehen. Das Weitere war aber sehr schön. Jetzt kommt das Sitz um den Hund herum. Das mag Dara sowieso. Alles, wo ich um sie herum gehe und sie nichts tun muss, findet sie ganz toll. Auch der Winkel ist sehr schön. Auch da ist sie wunderbar bei mir. Jetzt kommt Anhalten, Steh um Hund herum und dann Hund umrundet Hundeführer stehen. Das kann Dara super gut. Die Schilder haben wir schon sehr oft geübt und die macht sie einfach aus dem FF. Jetzt merkt man schon, dass sie so ein bisschen aufdreht. Sie springt ein bisschen hoch. Da wurde sie so ein bisschen nervös, guckt dann durch die Gegend und dann wurde uns halt nichts mehr gezogen, aber sie war ein bisschen unaufmerksam. Der Slalom war gut. Dann kam das Doppelkehrt. Da merkt man auch wieder, sie hat ein bisschen was anderes im Sinn und ich muss ein bisschen um ihre Aufmerksamkeit kämpfen. Hat aber noch geklappt. Die 360 Grad rechts waren super gut. Und dann merkt man, dass sie schon so ein bisschen eigentlich auf dem Weg nach vorne und ich muss gucken, dass sie bei mir bleibt. Wir haben uns dann aber einfach gefreut, denn es war eigentlich ein sehr schöner Parcours. Wir haben dafür 94 Punkte bekommen. Denn einmal für das Abrufen im Vorsteh gab es 5 Punkte und für das Schief bei dem anderen Vorsitz, Schritt zur Seite, gab es auch nochmal einen Punkt, also 6 Punkte Abzug, bleiben uns 94 Punkte. Damit gab es dann noch den zweiten Platz von 4 Startern und ich war absolut zufrieden für unser erstes Turnier nach so langer Pause. Weiter geht's mit Lilly. Bei Lilly gibt es gar nicht so viel zu sagen. Außer, dass ich bei fast jedem Schild sagen könnte, das hat sie toll gemacht, das war mega gut. Denn sie ist immer schön bei mir, achtet auf mich und führt die Kommandos einfach super zügig und ordentlich aus. Jetzt gleich spreche ich sie einmal etwas schärfer an. Einfach nur aus dem Grund, dass sie auch manchmal etwas übereifrig ist und ich Angst davor hatte, dass sie vor lauter Übereifrigkeit schon mal über den Sprung vorausspringt. Ist sie zum Glück nicht und hat brav ihre Aufgabe gemacht. In der Ablage schnüffelt sie jetzt gleich quasi einmal, wenn ich weggehe. Das war hier jetzt nicht schlimm, weil sie sofort kommt, wenn ich sie rufe. Daran muss ich aber arbeiten, dass sie bei mir bleibt, damit sie nicht später, wenn in der 3 die Distanzkontrollen dazukommen, nicht passend reagiert oder einfach die Kommandos nachher nicht mitbekommt.
Ich lobe sie nach dem Parcours nochmal und habe mich dann einfach gefreut, denn ich fand den Lauf super gut. Wir haben letztendlich 90 Punkte bekommen, denn es waren feste Hürden und bei festen Hürden ist es so, dass jede Berührung gezogen wird. Normalerweise zählen ja, wenn Stangen fallen und da werden halt schon Berührungen gezogen. Sie hat beides mal die Hürde berührt. Daher gab es 2x5 Punkte Abzug, insgesamt 10, also blieben uns 90 Punkte über. Lilly steigt jetzt direkt in Klasse 3 auf. Wir trainieren auf Klasse 3 Niveau und sie kann die Schilder. Und ich denke, sie wäre auch 100 Punkte gelaufen, wenn uns die festen Hürden nicht die Punkte gekostet hätten. Sie kannte keine festen Hürden bisher, deswegen hat sie das alles ein bisschen irritiert. Sie kennt sämtliche fallenden Hürden in verschiedenen Varianten. Das hat sie alles kennengelernt, aber das hat sie dann doch irritiert. Wir trainieren damit auch aus gutem Grund nicht, denn es kann für den Hund auch gefährlich werden, wenn er zum Beispiel vorher nur mal wegrutscht oder ähnliches. Das kann jedem mal passieren. Und der Hund im Sprung landet, gibt einfach nichts nach. Die können sich dabei wirklich verletzen. Und daher werde ich definitiv Turniere auch in Zukunft priorisieren, bei denen ich weiß, dass sie lockere Hürden haben, also Hürden, wo die Stangen oder was auch immer fallen können, einfach zur Sicherheit des Hundes. Ich hoffe, euch hat die kurze Zusammenfassung von unserem Turnier gefallen. Ich werde jetzt versuchen, öfters diese Turnierzusammenfassungen hochzuladen. Gebt mir doch eine Rückmeldung, ob sie euch gefallen. Bin auch gerne offen für Kritik. Immer mal her damit. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!